Hallo, wieder zurück. In diesem Video würde ich gerne mit euch die Basisstruktur für die folgenden Videos oder den Kurs anlegen oder euch zeigen und euch praktisch das Entwickeln und die Entwicklungsumgebung grundlegend vorstellen. Das heißt, das Erste, was wir machen, also ich befinde mich hier schon in einem Verzeichnis Basics, das wird mein Projektverzeichnis sein, und lege hier einfach mal eine neue Datei an. Das heißt, wenn ihr wie ich hier oben nichts seht, kein Menü, dann einfach mal auf Alt klicken, klicken, drücken natürlich. Und dann gibt es die Möglichkeit File, New File, das heißt Steuerung N. Also hier könnt ihr euch merken, wer effektiv mit sowas arbeiten möchte. Es gibt hier, es werden immer die Tastenkürzel präsentiert. Wenn man das fünfmal gemacht hat, dann kann man so mit Steuerung N neue Datei anlegen, viel effektiver arbeiten, als wenn man tatsächlich immer sich durch dieses Untermenü sucht. Da gibt es natürlich noch bessere Sachen, aber die zeigen, ja, zeige ich euch später. Das heißt, New File, wir legen einfach mal an. Das Ganze möchten wir gerne erstmal speichern, mit einem Dateinamen natürlich. Das heißt, Steuerung S, das könnt ihr euch merken, auch für später. Jedes Mal, wenn ihr eine Änderung macht und Steuerung S drückt, wird euer Dokument gespeichert und die Darstellung aktualisiert. Das heißt aber jetzt gerade noch nicht. Wir nennen das Ganze readme.md. Das heißt, MD steht eigentlich nur für Markdown. Das heißt, dass euer Texteditor weiß, wie er eure jeweilige Datei richtig darzustellen hat. Aber auch andere Systeme, wenn ihr das irgendwo hochladet. Und README, ihr könnt es natürlich auch anders nennen, aber das ist für ein Basis-Open-Source-Projekt, ist dieses Standarderklärung oder hier der Standardkurs ist README praktisch immer so eine Art Namenskonvention. Also das heißt, ihr macht nichts falsch, wenn ihr euren Kurs euer Initialdokument praktisch readme.md nennt. Das heißt, die Darstellung brauchen wir nicht und wir können weitermachen. Ihr habt ja zwei Pakete oder zwei Plugins installiert, das eine für die Vorschau und das andere für die Hilfe. Und das Hilfe-Plugin, Snippets, das geht immer an, sobald ihr LIA tippt. Und hier habt ihr so, könnt ihr praktisch aussuchen oder ja, das Ganze untersuchen, was möglich ist. Das heißt, zu allen Möglichkeiten, die Markdown plus LiaScript euch bietet, ihr habt hier so eine kleine Einstiegshilfe mit ein bisschen Erklärtext darunter. Ihr könnt dann navigieren, könnt aber auch sowas wie suchen. Das heißt, ich möchte gerne Quizze, irgendwas mit Quizzen machen. So habt ihr hier die Möglichkeit. Könnt runter, ein bisschen Erklärtext, das Ganze suchen. Sobald ihr auf Enter drückt, wird der Code oder werden die Inhalte jeweils mehr für euch befüllt automatisch. Das heißt, und für den Anfang ist immer gut, wenn ihr Lia Init tippt. Also Lia Init legt für euch so eine Grundstruktur an, einen Basiskurs, den ihr praktisch als Einstiegspunkt nehmen könnt und an dem man sich dann langhangeln kann. Scroll mal kurz hoch. Genau. Das Ganze gespeichert und das war's. Wir haben einen ersten Kurs angelegt. Das heißt, wie zeige ich das Ganze an? Ihr könnt natürlich einmal über ich habe wieder auf Alt gedrückt, Pakete, LiaScript Preview, Toggle gehen oder ihr merkt euch einfach die Tastenkombination für später Alt-L. Und das ist praktisch, wie diese Textdatei, dieses Markdown-Dokument dann für euch oder für eure Schüler dann dargestellt oder angezeigt wird. Das Ganze funktioniert auch, also ihr braucht euch keinen Kopf machen, das funktioniert auf dem Handy, wird ideal ausgelegt oder auf anderen Größen, Oberflächen. Sozusagen. Also wie sieht das Ganze in der Grundstruktur aus? Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, zum Beispiel Table of Contents, die Darstellung, also das Inhaltsverzeichnis einfach auszublenden, könnt es wieder einblenden, habt eine Suche über den jeweiligen Textinhalten, könnte man, das ist überall, das sind alle Folien oder das wären alle Unterabschnitte, wo jeweils das Wort Wörtchen this auftaucht. Ihr könnt das Ganze stylen. Wer halt abends das Ganze lesen möchte, den dunklen Modus bevorzugt oder dann verschiedene Farbschemata etc. pp. Das heißt, wer ist der Autor? Ach, der ist zurzeit noch gar keiner eingetragen. Das heißt, sobald ihr mit diesem Kurs beginnt oder wenn ihr euren Kurs anlegt, ist hier, das könnt ihr euch merken, das ist Standard HTML Kommentarfunktion. Wir nutzen das in LiaScript, das heißt, das ist alles, was mit ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also öffnen im Tag, Ausrufezeichen minus minus
bis zu minus minus schließen im Tag oder in dem Sinne, ist, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, dass es dieses Zeichen dargestellt oder genutzt wird, es wäre so ein Kommentar. Das ist ein Standard Markdown, wird das praktisch ignoriert, aber LiaScript nutzt das, um verschiedene ja, Basis-Settings oder Konfigurationen für euren Kurs anzugehen. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel den Autor zu definieren. Wer ist Autor? Das wäre in dem Falle ich zum Beispiel. André Dietrich. Und meine E-Mail-Adresse, also falls mir jemand schreiben möchte oder Hilfe braucht, an liascript.web.de. Das heißt, wo taucht das auf? Ihr habt hier so eine Informations, ja, Button. In dem Sinne, da steht dann, aha, wer ist der Autor? Ihr könnt dann direkte Kontaktinformationen eventuell hinzufügen. Das heißt, Versionen lassen wir einfach mal so stehen. Darum braucht ihr euch im Grunde, wenn ihr einfache Kurse anlegt, erstmal nicht kümmern. Der Kurs ist gerade natürlich mit, wenn hier guckt, Index, Table of Contents, das Ganze ist natürlich alles in Englisch gehalten. Das heißt, wir ändern das ganz einfach mal nach DE. Ja, und haben dann hier Suche ersetzt, Inhaltsverzeichnis zeigen und verbergen und sowie andere Möglichkeiten. Das heißt Übersetzung. Das heißt, wenn es noch keine Übersetzung gibt, das wäre hier dieser Befehl Translations, können wir erstmal wegmachen. Gibt es keine Skripte oder CSS brauchen wir auch nicht laden, das für später. Und einen Sprecher, das werde ich später noch erklären, benötigen wir erstmal auch nicht. Das heißt, unsere Basis, die Konfiguration, Kommentar können wir auch loslassen, aber hier das schön für die Zukunft. Oder ich, also, das ist so eine allgemeine Info, zeige ich euch später. Das heißt, hier habt ihr diesen Home-Button. Also hier wird er nichts zeigen im Editor, aber wenn ihr das Ganze veröffentlicht habt, werden die ganzen Kurse, die jemand mal ange ja, sich da geöffnet hat, dem sind mit einem Logo und mit einem Kommentarfunktion versehen, sodass man dann auch gucken kann, also ach, um was ging dieser Text oder sowas. Man hat so ein bisschen visuelles Feedback, aber das wäre dann praktisch diese grobe Grundstruktur. Das heißt, wie gesagt, Autor bin ich. Es gibt keine Übersetzung dazu und das ist Teilen-Button. Das wäre ein QR-Code, der zur Webseite oder zu eurem Kurs dann in LiaScript also zeigt oder das Ganze darstellt. Hier noch nicht, aber das Ganze hat nur den Vorteil oder man kann das nutzen, wenn man zum Beispiel Vorlesungen hält oder Vorträge. Dann macht es sich immer ganz gut, diesen QR-Code darzustellen. Das heißt, die Leute, die euch zuhören, fotografieren das Ganze ab oder, ja, und öffnen damit den Link und haben genau die gleiche Darstellung des Kurses, wie ihr das habt. Das heißt, wie wird navigiert? Ihr habt diese Pfeiltasten zum Navigieren, könnt Ton an- und ausschalten. Das werden wir später noch erklären, wofür das not oder wofür man das überhaupt braucht. Und es gibt diese drei verschiedenen Modis. Das heißt, wenn ihr Standard Markdown benutzt erstmal, dann braucht ihr euch hier nicht großartig drum zu kümmern. Aber wenn ihr ein paar erweiterte Features dann von LiaScript nutzt, dann gibt es hier drei Möglichkeiten. Das heißt, nur Foliendarstellung oder Repräsentation oder das Ganze als Textbuch. Aber dazu später mehr. Das heißt, wie soll unser Basiskurs erstmal aussehen? Das heißt, ich nenne ihn mal LiaScript Basis Kurs. Also wer Markdown kennt, für den wird das nichts Neues sein. Das heißt, diese jeweiligen Abschnitte, die ihr habt, werden immer durch sogenannte Hashtags oder Rauten markiert. Das heißt, Hauptüberschrift eine Raute oder ein Hashtag oder ein Doppelkreuz, Unterabschnitte dann jeweils mit zwei. Ihr könnt natürlich auch weitere hinzufügen und sowas und das Ganze immer mehr einschieben und dann kleiner zu machen. Ja, genau.
Markdown. Das heißt, im nächsten Video werden wir kurz auf Standard Markdown eingehen, also welche Möglichkeiten ihr habt, um eure Inhalte zu generieren oder einfach zu erstellen und zu schreiben. Dann wäre natürlich im darauffolgenden Video ist vielleicht nicht schlecht, dass ich werde das Ganze inkrementell machen. Das heißt, jeden Schritt werde ich auch versuchen zu publizieren. Das heißt, das geht über Dropbox, das geht über GitHub. Also macht euch keine Sorgen, das ist im Grunde ganz einfach. Das werden wir publizieren. Werden wir, das heißt, im Standard im nächsten Video einfach darauf eingehen und das Ganze, den Kurs dann sukzessive, inkrementell immer erweitern, sodass jede Änderung dann auch in GitHub also publiziert wird, plus zu jeder Erweiterung gibt es dann auch ein Video. Markdown, wer will, vielleicht noch ein ganz kurzes Video. Das Ganze kann man natürlich mit HTML noch benutzen und LiaScript hat noch eine Möglichkeit, was sich vielleicht ganz angenehm macht, wenn ihr eure Elemente jeweils stylen möchtet. Aber dazu jetzt oder vielleicht später, machen wir es so. Das nächste, was vielleicht für den Einstieg interessant wäre, wie ich jetzt Quizzer, das ist englische Notation, deswegen Rechtschreibfehler werden angezeigt, Quizze, das heißt, welche Arten von Quizzen gibt es im LiaScript und wie können diese angelegt werden oder welche Zusatzoptionen noch möglich sind. Ein bisschen über HTML und Styling, das heißt, LiaScript kann natürlich noch mehr als einfach nur als textuell dargestellt werden. Das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit, ganz einfach wie in einer PowerPoint Animationen einzubauen und dann das Ganze natürlich noch, also euer Dokument, das sollte nicht statisch sein, sondern es kann natürlich auch, es wird automatisch für euch vertont. Das heißt, wie dieses Vertonen passiert und wie man zwischen diesen verschiedenen Darstellungsmodi später wechselt, das zeigen wir euch. Zeige ich euch danach. Das heißt, der nächste Abschnitt wäre Text to Speech und es geht wirklich nirgendwo einfacher. Markdown für den Informatiklehrer vielleicht gar nicht mal so uninteressant, das Ganze als Programmierumgebung zu nutzen. Das heißt, LiaScript, hier habt ihr schon ein kleines Beispiel mit Executable Code. Man kann solche verschiedenen Programmiersprachen, je nachdem was ihr möchtet, verschiedene Editoren, die auch ausführbar sind, anlegen. Das heißt, vielleicht für später zur einfachen Navigation. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr hier irgendwo draufklickt, Doppelklick, dann springt ihr auch im Editor an die entsprechende Stelle, aber auch andersrum. Ist das praktisch möglich. Ach, das hatten wir ausgesperrt. Das brauchen wir eh nicht. Das war das Skript, das wir weggenommen haben. Aber nur um mal zu zeigen, dass das Ganze als kleinen Vorgeschmack für später. Das heißt, aha, wir haben hier zwei Dateien, eine JavaScript-Datei, eine JSON-Datei und können in dieser dann auch editieren, zum Beispiel false. Semi Shark ist nicht online, haben aber auch die Möglichkeit, hier so eine Art ein lineares Versionsmanagement zu haben. Das heißt, ihr könnt zu jeder ursprünglichen Version zurückgehen und könnt die ja wieder editieren. Was gibt es noch? Und als nächstes und last but not least vielleicht die Nutzung von Makros. Das heißt, Makros ist so eine zusätzliche Erweiterung. Das heißt, ihr könnt euren Kurs um Sachen, die vielleicht, wenn ihr immer wieder HTML nutzt oder irgendwelche externen Bibliotheken von JavaScript einbinden möchtet, dann könnt ihr das Ganze hinter Makros verstecken. Das vereinfacht das Schreiben ungemein. Plus, es gibt in LiaScript so die Möglichkeit, Kurse und deren Makros auch zu importieren. Das heißt, wenn jemand irgendwie ein cooles Feature in seinem Kurs hat und das in Form von Makros definiert hat, dann könnt ihr später das Ganze einfach nur in euren Kurs importieren und könnt dann praktisch auch die Sachen nutzen, die ihr mal implementiert habt. Das heißt, Animation,
eine Sache vielleicht noch nach der Programmierung, das Ganze aufzulösen, wäre noch ASCII-Art. Das heißt, ihr habt in JavaScript auch die Möglichkeit, wenn ihr einfache Diagramme oder Charts oder sowas erstellen wollt, dann könnt ihr das auch in einfacher Form textuell erzeugen.